Hallihallo an euch da draußen. Wiffbox Video Januar 2022. Ja, also wer von euch noch eine Wiffbox kaufen möchte, guckt sich bitte dieses Video jetzt nicht an, wenn ihr euch überraschen lassen wollt, was in der Wiffbox drin ist. Alle anderen, ja, bleiben dran und ich zeige euch jetzt den Inhalt der Wiffbox. Und werde euch ja, erklären, was drin ist. Unsere Wiffbox sieht natürlich aus wie jeden Monat. Wiffbox Januar 22. Ihr bekommt solch eine Box geliefert. Und da sind dann die Überraschungsartikel drin. Im Normalfall spart ihr bei einer Wiffbox, wenn ihr die kauft, ja, so, ich würde mal sagen, zwischen, also 42 Euro kostet die Wiffbox zum regulären Preis. Wenn ihr sie über den Club kauft, spart ihr nochmal 10%, aber ansonsten halt 42 Euro. Und meistens haben die Wiffboxen so ein ungefähr einen Wert von zwischen 50 und 55 Euro. Wir hatten auch schon Wiffboxen mit 58 Euro Wert. Hat sich eigentlich immer gelohnt. Diesen Monat, muss ich sagen, bin ich wirklich enttäuscht von der Wiffbox. Tut mir auch leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist meine ehrliche Meinung. Und ich habe euch gesagt, dass ich also ehrlich zu euch bin, was die Produkte betrifft, und dass ich euch auch ganz klar sage, wenn es Dinge gibt, die mir jetzt nicht so gefallen. Also der Inhalt der Wiffbox an sich finde ich den nicht schlecht, aber da wir ja diesen Monat sowieso die 10% Aktion im Katalog haben und ihr alles 10% günstiger bekommt, lohnt sich die Wiffbox meines Erachtens nicht. Also da haben die sich wirklich, also ich hätte noch einen Artikel mehr reingelegt, dann wäre das okay gewesen, aber so, naja, ihr werdet es gleich selbst sehen. Sonst war es ja immer so, dass die Wiffbox auch immer eine Duftprobe, das war dann immer so ein Plastikpöttchen, da waren so ungefähr 1,5 bis 2 Würfel Wachs drin, immer vom Folgemonat. Vom Duft des Monats war ja immer in der Wiffbox drin. Quasi im Dezember war die Probe drin für Januar. Und normalerweise wäre jetzt im Januar die Probe für Februar drin gewesen. Was natürlich auch immer noch mal so ein Goodie war, sich die Wiffbox zu kaufen, weil man halt immer wusste, okay, so und so riecht der Duft des Monats, des Folgemonats, und ja, man konnte sich halt darauf freuen, ihn zu bestellen oder halt auch nicht, wenn er einem nicht gefallen hat. Diesen Monat, warum auch immer, wir wissen es nicht, befindet sich keine Probe des Duft des Monats in der Wiffbox, was ich persönlich schon sehr, sehr schade finde. Ja, und ich weiß nicht, warum sie nicht einfach noch ein Wachsbar mehr mit reingepackt haben oder eine Handcreme mehr mit reingepackt haben. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeige euch, was drin ist. Und ihr könnt immer noch entscheiden, ob ihr euch die Wiffbox kauft oder ob ihr euch die Artikel einfach für 10% günstiger aus dem Katalog ganz normal bestellt. Ihr habt hier natürlich, wie in jeder Wiffbox, diesen Zettel mit drin. Da steht Happy New Year drauf. Waschen Sie Ihre Sorgen fort in verschiedenen Sprachen. Ich denke mal, das ist zum Ausmalen. Wer da Lust drauf hat, kann sich da gerne kreativ austoben. Die sind immer drin. Hier hinten ist komischerweise auch noch die Beschreibung drauf mit den Duftwachsproben. Ich weiß es nicht, ob es ein Produktionsfehler war, dass die einfach nicht da reingewandert sind oder keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall drin. Darüber habe ich mich gefreut, weil das wirklich zwei ganz tolle Düfte sind. Wir haben einmal drin den Pima Cotton. Das ist ein ganz frischer Duft.
Ja, so Leinenduft schon geht auch in Richtung Wäsche, würde ich sagen. Also ich hatte durchaus auch schon Weichspüler, der so gerochen hat. Pima Cotton riecht in der Duftlampe noch wesentlich schöner als im festen Zustand. So viel kann ich euch verraten. Und dieser Duft war damals in meinem Starterkit. Als ich mir mein Starterkit in 2015 gekauft habe, da war dieser Duft mit drin. Und dieser Duft erinnert mich auch immer so ein bisschen an meine Anfänge. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ist leider ein Duft, der oftmals in Vergessenheit gerät. Ich weiß nicht, warum die Leute da nicht so mit werben oder so. Also der Pima Cotton riecht nach frischer Baumwolle und also ich finde den mega toll. Gerade für Leute, die es jetzt nicht so krass mögen, ist der eigentlich, also ich finde den total schön. Davon ist ein Bar drin. Kostet diesen Monat ja statt 8,50 € 7,65 € im Katalog. Dann habt ihr drin den Duft des Monats Januar. Den Sun Ripened Berry. Den habe ich euch ja in dem Video schon mal vorgestellt, wo ich euch die Duftlampe des Monats vorgestellt habe. Das ist ein mega toller, beeriger Duft. Ich habe den oben in meiner Küche, in meiner Duftlampe. Mega. Also ich finde den wirklich super klasse. Wir hatten ja in unserem Beraterkit schon zig Bars drin. Und ich habe mir den jetzt auch zusätzlich noch in meinen Club gepackt, weil ich möchte den auf jeden Fall den Sommer über haben. Weil das ein ganz, ganz toller, frischer Sommerduft ist. Extrem fruchtig, himbeerig, erdbeerig. Also der ist wirklich mega. Mir gefällt der richtig gut. Ist einfach Bombe. Also ich finde den sogar fast noch schöner als diesen Maraschino-Schoko-Cookie, der da im Dezember in der Wiff-Box war. Den hier kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist der Monatsduft von diesem Monat. Den bekommt ihr auch für 7,65 €. Sichert euch den Duft des Monats. Sprecht mich an. Ich schicke euch auch gerne mal eine Probe vorbei. Ihr habt ja noch bis Ende des Monats Zeit, euch den Duft des Monats zu sichern. Oder packt ihn euch in euren Club und genießt ihn einfach nächsten Monat oder in 2 Monaten, wie ihr das möchtet. Ja, dann haben wir drin einmal Wäscheduft, Pink Cotton. Pink Cotton, finde ich persönlich, ist ein schöner Wäscheduft. Der ist auf jeden Fall, also man riecht, ich nehme ihn mehr wahr, als wenn ich jetzt mit Luna oder so anfange, mit Wäschedüften zu arbeiten. Pink Cotton ist präsent, also ich nehme diesen Wäscheduft für Handtücher, für Bettwäsche nehme ich den unwahrscheinlich gerne, so für die alltägliche Kleidung nicht, weil dafür ist er mir ehrlich gesagt auch einfach zu teuer. Kostet ja normalerweise 17 €. Hier sind drin 454 Gramm. Da kommt ihr schon eine Ecke weit mit. Aber wie gesagt, ich nehme gerne für Handtücher und für Bettwäsche. Da kommt einfach zwei von diesen. Mache ich das mal auf. Seht ihr, das ist so ein Granulat. Da habt ihr hier so ein Löffelchen dabei. Ich hätte bestimmt wieder nicht raus, ohne mich einzusauen. Habt ihr hier so ein Löffelchen dabei? Ich packe zwei von diesen Löffelchen einfach in meine Waschmaschinentrommel und so riechen tut der wirklich bombastisch in meine Waschmaschinentrommel und dann packe ich meine Wäsche oben drauf. Von der Handhabe her nichts anderes wie von anderen namhaften Herstellern, die Wäschedüfte. Ihr könnt ihn aber auch in eine Feinstrumpfsocke oder in eine normale Baumwollsocke packen und packt ihn mit in euren Wäschetrockner. Es gibt viele Möglichkeiten, was man mit unserem Wäscheduft machen kann. Ihr könnt euch damit ein Raumspray herstellen, indem ihr ihn in lauwarmem Wasser auflöst.
Ihr könnt euch Textilerfrischer damit herstellen, indem ihr ihn auflöst. Oder ihr werft euch einfach mal so ein Löffelchen von dem Pulver auf den Boden und saugt den mal mit eurem Staubsauger ein. Viele haben ja noch Sauger zu Hause, die jetzt nicht mit Wasserfilter und keine Ahnung was saugen. Dann riecht euer Staubsauger wieder toll. Auch Gullis, die stinken. Einfach mal ein Löffelchen von unserem Waschwiffs rein. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch Duftsäckchen nähen oder auch mit Socken in eure Schränke legen, die Wäsche damit beduften. Also es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wofür ihr die nutzen könnt. Und deswegen bin ich von denen auch total begeistert. In diesem Monat bekommt ihr die ja für 15,30 € im Katalog. Ne? 15% günstiger. Wir haben noch ganz viele verschiedene andere Duftrichtungen. Der ist jedenfalls auch in unserer Wiffbox für diesen Monat drin. Passend dazu bekommt ihr noch von Pink Cotton zwei Päckchen Waschmittelkonzentrat in Probenform. Da könnt ihr zweimal mit eurer Wäsche waschen. Also ihr packt das hier oben einfach in euer Wäschefach, also wo ihr normalerweise euer Waschpulver reinmacht und die Perlen oder das Granulat einfach unten in die Trommel. Und dann wie gewohnt eure Wäsche waschen. Ihr braucht keinen zusätzlichen Weichspüler und eure Wäsche duftet wirklich super herrlich. Das ist mit drin. Und dann haben wir noch drin einen von unseren Textilerfrischern in Clothesline. Das ist auch ein ganz toller Wäscheduft. Der Textilerfrischer kostet normalerweise auch 17 €, bekommt ihr momentan im Katalog für 15,30 €. Und so habe ich ihn jetzt auch für die Wiffbox berechnet, weil ihr hättet so oder so im Januar nicht mehr für diesen Textilerfrischer bezahlt. Ja, und wenn ich dann rechne, ich habe den Textilerfrischer, ich habe den Wäscheduft. Jeweils 15,30 €. Da haben wir schon 30,60 €. Dann die zwei Düfte mit je 7,65 €. Dann sind wir insgesamt bei 45,90 €. Ihr bezahlt für die Wiffbox 42 €. Ja, wir haben keinen Duft des Monats Februar drin, leider. Die Waschmittelproben rechne ich jetzt mal gar nicht mit ein. Wir sind bei 45,90 €. Das ist eine Differenz von 3,90 €. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ist bis jetzt auch wirklich die einzigste Wiffbox in den ganzen anderthalb Jahren, wo ich mir jetzt Wiffboxen bestelle, wo ich sage, 3,90 €, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, extra dafür eine Wiffbox zu kaufen. Klar, wenn man gerade die Sachen sowieso haben wollte, lohnt es sich natürlich, die 3,90 € zu sparen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr hättet hier lieber einen anderen Bar gehabt oder ihr hättet den Textilerfrischer lieber in einer anderen Duftrichtung oder auch unseren Wäscheduft, kauft euch die Sachen einzeln. Für die 3,90 € habt ihr freie Wahl, was eure Düfte betrifft. Und es tut nicht ganz so doll weh. Also das ist leider mein Resümee für diese Wiffbox des Monats. Ich hätte euch auch lieber was anderes erzählt, aber ich denke, man sollte so fair und so ehrlich sein. Also wenn ich gewusst hätte, was drin ist und wenn ich gewusst hätte, dass kein Duft des Monats Februar noch mit drin ist und dass halt für mich einfach ein Artikel fehlt, da hätte noch ein Bar mit reingekonnt oder was weiß ich, ein Scent-Circle oder ein Duftsäckchen, irgendwas, dass man so ungefähr auf 50 € gekommen wäre, hätte ich gesagt, okay, die lohnt sich auf jeden Fall. Aber so muss ich euch leider, leider sagen. Also ich hätte sie mir nicht nochmal gekauft. Auch wenn ich die Produkte total, total toll finde. Da hätte ich mir die Sachen dann lieber aus dem Katalog einzeln bestellt und hätte mir halt meine Düfte rausgesucht. Wobei ich mit der Duftauswahl auch schon zufrieden bin. Ich mag diese Düfte, gerade Pink Cotton. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ich hätte jetzt lieber Luna probiert oder ich hätte jetzt lieber mal Benoist Saint Laurent
probiert, was auch ein ganz, ganz toller Wäscheduft ist. Ja, so weit kann ich euch das zeigen. Mehr ist leider nicht drin. Wir hoffen drauf, dass die Wiffbox Februar wieder besser wird. Davon bin ich eigentlich überzeugt, weil unsere Wiffboxen sonst immer echt mega klasse sind. Und ja, ich freue mich dann auf den Februar, wenn ich euch die neue Wiffbox zeigen kann, mit hoffentlich wieder Duft des Monats drin. Vielleicht gibt es da auch eine Änderung. Ich weiß es nicht. Wir haben noch keinerlei Informationen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das Versehen war, weil es hier hinten ja noch draufsteht. Von daher ist sie vielleicht bei der Produktion leider nicht mit reingerutscht. Das war es erstmal von mir. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Duftproben gießen für die neue Saison. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Heute Abend ist der große Valentins-Sale zwischen 20:30 Uhr und zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr startet die Warteschlange. Ich kann euch gerne noch mal, wo habe ich denn die Bilder hingemacht? Das hier liegen. Ich kann euch gerne noch mal zeigen, was es gibt heute Abend. Dazu habe ich euch ja schon ein Video gemacht, einfach noch mal im Schnelldurchlauf. Heute Abend kommen Susi und Strolch mit den dazu passenden Düften und dem passenden Scentpack. Alles nur bestellbar, solange der Vorrat reicht. Wir bekommen eine neue Duftkollektion mit drei verschiedenen Düften. Einmal It's Love, Together Forever und You Are the One. Ganz tolle fruchtiger, ein frischer und ein beeriger Duft. Dann bekommen wir heute Abend unsere tolle Lit with Love Mini Duftlampe. Die gibt es auch mit Tischhalterung, wenn ihr die haben möchtet. Super schön. Und wir bekommen noch eine Mini-Duftlampe, die Glitter Magenta, auch mit Tischteil erhältlich, wenn ihr das wollt. Und zu guter Letzt kommt heute Abend noch ein neues Badesalz, eine neue Handcreme und eine neue Körpercreme. Alle drei in It's Love. Ich kann euch nicht sagen, wie der Duft ist. Ich kann euch gerne die Duftbeschreibung vorlesen von It's Love. Mandarine tanzt mit Himbeerblüte unter einem nächtlichen Himmel aus glitzerndem Zucker. Also ich gehe davon aus, es wird beerig, mandarinig und süß. Eigentlich liebe ich sowas. Wir schauen mal, wie es wird. Ich kenne den Duft selber noch nicht. Ich werde den heute Abend bestellen und dann weiß ich mehr. All die Sachen gibt es natürlich wieder nur, solange der Vorrat reicht. Wenn weg, dann weg. Ihr habt es an der Monatslampe gesehen, wie schnell das gehen kann. Geht heute Abend um 7:45 Uhr auf meine PWS. Einfach auf meinen Website-Link klicken. Und die Warteschleife startet dann irgendwann. Und wenn die Warteschleife durch ist, werdet ihr euren Platz bekommen, um eure Bestellung eingeben zu können. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich mache heute Abend auf jeden Fall eine Sammelbestellung. Wer noch was möchte, kann sich gerne bis heute Abend noch bei mir melden. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Ich finde den Montag immer ganz, ganz schlimm. Muss man sich immer erstmal vom Wochenende erholen. Ja. Alles Gute wünsche ich euch, bleibt gesund und wir sehen uns und wir hören uns. Bis dahin, macht's gut!